der Sportwelt-TV-Wettcheck. Silver Cloud war bei ihrem Saisondebüt in Mülheim zwar nur Fünfte, doch wurde die Form durch die vor ihr platzierten Pferde anschließend aufgewertet. Im vergangenen Jahr hielt die Stute in Listenrennen gut mit, in der heutigen Gesellschaft sollte sie erste Chancen haben. My Mate ist in diesem Jahr zwar noch sieglos, hat aber schon einige gute Formen gezeigt. So zum Beispiel bei seinem drittletzten Start in Düsseldorf, den Sie hier sehen. In einem Ausgleich 2 belegte der Gast aus den Niederlanden den dritten Platz. Das könnte für My Mate in der heutigen Gegnerschaft schon ausreichen. Silvery Moon ist in Köln fast schon ein Star. Nicht nur, weil er ein Schecke ist, sondern auch, weil er schnell läuft. Nach seinem Sieg war er auch bei seinem letzten Start, den Sie hier sehen, gleich wieder gut dabei, als er den dritten Platz belegte. Auf dem heutigen guten Boden ist Silvery Moon erneut ein Siegkandidat. Iniesta kommt aus der höheren Klasse. In Baden-Baden reichte es dort bei seinem letzten Start zwar nur zu einem fünften Platz, doch ist das heutige Rennen etwas einfacher besetzt. Da er zudem im Weidenpescher Park schon erfolgreich war, ist Iniesta in diesem Rennen unser Tipp. Ice Club war noch in der vergangenen Woche in Baden-Baden am Start. In einem besser besetzten Rennen als dem heutigen hatte er zwar keine Siegchance, doch als Fünfter lief er in einem kopfstarken Feld ansprechend. Ice Club kann heute deshalb durchaus zu seinem zweiten Saisonsieg kommen. Seit man es bei ihr mit Scheuklappen versucht, hat sich A Raving Beauty von guter Seite gezeigt. In Hannover kam sie am 1. Mai in einem Rennen wie dem heutigen zu einem sicheren Sieg. Anschließend war es in der Badener Meile gegen die Hengste und Wallache noch zu schwer. A Raving Beauty kann hier wieder auf die Siegerstraße zurückfinden. Die Lokalmatadorin Lacazar war gegen starke Konkurrenz in Düsseldorf Dritte. Mitte Mai in Krefeld fiel dann ihr erster Sieg sogar recht leicht aus, sodass man von ihr durchaus noch mehr zu sehen bekommen sollte. Gegen nicht zu starke Konkurrenz kann Lacazar auch unter Höchstgewicht gleich ihren nächsten Treffer landen.